Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Unboxing Planet. Diesmal habe ich hier so ein Solar-LED-Außenleuchten-Set und beziehungsweise LED-Solarleuchten sind das. Das sind solche kleinen Dinger mit so einem Erdspieß, was man im Garten irgendwo platziert und dann in der Nacht schaltet es sich ein und ja, macht so eigentlich den ganzen Garten schöner. Ich stelle das aus dem Grund vor, das haben wir diesmal bei Lidl gekauft und normalerweise kostet ein so ein Teil oft um die 3 Euro und hier hat ein 5er Set 7 Euro gekostet oder 7,99 war es ganz genau. Und ja, da haben wir gleich zugeschlagen. Ja, es ist für Garten, Camping geeignet und so weiter. Also überall, wo man solche Erdspieße mit Licht aufstellen möchte. Und es schaltet sich bei Dunkelheit automatisch ein. Es hat ein LED, also pro so einem Leuchtding hat es ein LED mit kaltweißem Licht. Es ist ein Solarpanel mit integrierten Akku verbaut. Es ist spritzwassergeschützt nach IP44. Die Leuchtdauer bei voller Aufladung beträgt 8 Stunden. Das sollte eigentlich auch ausreichen. Und es ist auch ein manuelles Ausschalten möglich. Also es hat einen Ausschalter. Und hier sind 5 Stück drin. Die Höhe inklusive Erdspieß beträgt 36 cm und ist bis Temperaturen bis minus 21 Grad geeignet. So, und wir schauen jetzt einmal hinein, wie das Teil so ausschaut, beziehungsweise dieses Set, wie das ausschaut, denn es ist nicht zusammengebaut. Also, jeder wird eigentlich solche Teile kennen. Da ist oben so ein Solarpanel, so ein kleines, dann innen ist ein Akku verbaut und ja, hier hat es dann LED-Leuchtkörper in der Mitte und da ist auch da ein Ausschalter. Also jetzt hat es sich automatisch eingeschaltet. Wenn ich es eigentlich ins Licht drehe, dann schaltet es sich wieder automatisch aus. So schaltet es sich wieder ein. Und wenn ich das Teil hier drauf tue, ja, jetzt leuchtet es nicht wirklich so hell, aber ja, hier habe ich ja auch die Foto- bzw. Studiolichter und wenn das draußen im Dunkeln ist, dann schaut das Ganze natürlich auch viel besser aus. Hier gibt es dann die Erdspieße dazu, die steckt man einfach hier drauf und dann einfach in den Boden hinein. Und ja, hat somit tolle Außenbeleuchtung für den Garten. Ich schaue mal, ob es da auch richtige Spieße gibt oder ob das die Spieße sind. Also das sind die kleinen. Aha, das gehört umgekehrt. Die Spieße, das zieht man einfach hier raus und steckt es dann verkehrt rein und dann hat man hier so einen Erdspieß und dann ist das Ganze so groß. Also eigentlich ziemlich praktisch das Teil und davon gibt es 5 Stück, wie gesagt, in einem Set für 7,99 und ja, damit kann man günstig den Garten verschönern. Und ich hoffe, dass das auch wirklich etwas länger hält. Wir haben schon einmal solche Teile gekauft für, glaube ich, 3 Euro pro Stück. Und ja, die haben nicht einmal einen Sommer ausgehalten. Also hoffe ich, dass da wirklich das Ganze besser hält.
mal sehen. Ich werde dann auch einmal ein Video machen, wie das dann draußen aussieht, wenn die Teile leuchten. Und ja, das war's auch schon von diesem Video. Ich werde euch noch einmal eines zeigen, wie das ausschaut mit dem Zusammenbau. Also, wenn man es rausnimmt, einfach zuerst einmal das Teil aufschrauben und dann einschalten. Dann dieses Teil wieder draufdrehen. So, jetzt sieht man es, jetzt leuchtet es, weil ich das Solarpanel mit der Hand verdecke. Und ja, dann einfach das Teil hier drauf schieben und Erdspieß rein und schon haben wir das zweite Teil fertig. So, das war's auch schon von diesem Video. Ich hoffe, die Teile haben euch gefallen, sind eigentlich sehr nützlich für Verschönerung des Gartens oder wenn man irgendwo Wohnmobil oder Wohnwagen auf Camping ist oder so, dann kann man sich seinen Bereich schön mit solchen Erdspießen mit LED-Licht abstecken und ja, sieht dann auch entsprechend schöner aus, als wenn dort nichts wäre. Also für Camping auch sehr gut geeignet und noch dazu in diesem 5er-Set zu einem günstigen Preis bei Lidl jetzt. Ja, zu Lidl kann ich hier keinen Link machen. Ich werde euch einfach unterhalb einen Link zu einem ähnlichen Amazon-Produkt einfügen. Ich hoffe, ich finde da etwas und schaut einfach in die Videobeschreibung. Ja, sonst, das war's von diesem Produkt, von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Kurzinfo. Und über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video.